Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf meinem Channel. Ich freue mich total, dass ihr wieder einschaltet. Und es ist Freitag und ich habe die Woche sehr, sehr fleißig wieder gelesen. Und ich habe gerade eben vor einer halben Stunde ohne ein einziges Wort von Rosie Welch beendet. Hat 522 Seiten, kostet 9,99 Euro, ist im Goldmann Verlag erschienen und wurde mir von diesem auch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und wenn es ein bisschen im Hintergrund klappert, hoffe ich, dass ihr damit leben könnt, weil ich möchte unbedingt die Videorezension jetzt noch drehen und hochladen. Und ich habe kleine Mitmenschen, die auch ein bisschen am Leben teilhaben wollen. Ja, es geht um Sarah und es geht um Eddie. Sarah und Eddie lernen sich kennen, also in England auf jeden Fall. So, Kamera wird verschoben. Sie lernen sich in England kennen, während er im Urlaub ist und verbringen eine wundervolle Woche miteinander. Es ist Liebe auf dem ersten Blick und er verspricht auch, dass er sich dann wieder bei ihr melden wird, weil er muss natürlich wieder nach Hause reisen, sie muss auch wieder ihr Leben weiterleben. Und sie versprechen sich aber gegenseitig in Kontakt zu bleiben. Sie lieben sich, also sie haben sich total verliebt. Und ja, was passiert? Er meldet sich einfach nicht. Er hat kein Lebenszeichen, er reagiert nicht auf Facebook, er reagiert nicht per Anruf, per Telefon. Er ist wie vom Erdboden verschluckt und das kann Sarah halt überhaupt nicht verwinden. Denn für sie ist er ihre große Liebe und sie ist so glücklich, ihn kennengelernt zu haben und sie kann sich das einfach nicht vorstellen. Ja, Freunde denken von ihm, ja, er ist vielleicht so ein Arsch in Anführungszeichen. Also er ist so, dass er einfach mit ihr eine Affäre begonnen hatte, aber überhaupt keine Lust hatte, sich dann halt noch zu melden. Aber sie sieht das ganz anders. Ja, und so Stück für Stück merkt der Leser, dass da wirklich mehr passiert sein muss und nicht, dass er sich einfach nur nicht meldet, ne? Wie man das halt so im alltäglichen Leben wahrscheinlich ganz, ganz oft kennt. Ja, ich möchte jetzt hier gar nicht weiter erzählen, weil ich ja nicht spoilern möchte und ich möchte euch nicht erzählen, was dann wie wo gelaufen ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich mich hier mit der Bewertung des Buches sehr, sehr schwer getan. Weil das Buch hat ja grandiose Bewertungen auch auf Amazon und jeder feiert das Buch und man sieht das in jeder Werbung und in der Buchhandlung, habe ich es auch schon ein paar Mal ganz groß gesehen und deswegen wollte ich es ja auch unbedingt lesen. Weil ich einfach mal wieder was fürs Herz gebraucht habe. Jetzt ist es aber so, dass ich mich die ersten 200 Seiten wirklich gelangweilt habe. Der Schreibstil, der ist locker leicht und man kann das gut und schnell weglesen. Man kommt schon gut durch die Seiten. Deswegen habe ich es auch nicht abgebrochen. Aber es passiert halt einfach irgendwie nichts. Ich meine, ja, die beiden haben eine wundervolle Woche miteinander und die wird so Stück für Stück ausklamüsert. Also wir springen auch zwischen den Zeiten dann hin und her, wie sie sich kennengelernt haben und wie Sarah versucht, Eddie eben ausfindig zu machen. Und ich muss sagen, so zwischendurch habe ich mir gedacht, da 100 Seiten weniger, weil es ist einfach unrealistisch, wie doof kann eine Frau sein, auch wenn sie sich verliebt hat, dass sie ihm da Wochen, Monate lang hinterher stalkt, ihn versucht ausfindig zu machen. Irgendwann muss man doch mal akzeptieren, dass er nichts mit ihr zu tun haben will. Ja, okay, sie hat dann Recht behalten und so weiter und so fort. Und das kann man sich ja auch denken, dass da mehr dabei sein muss, aber ich finde, das wurde zu sehr aufgebauscht. Und dann ist einfach irgendwie nichts passiert. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und dann habe ich mir gedacht, kommt da jetzt noch was? Im zweiten Teil dann aber merkt man, okay, ja, dass die Geschichte nimmt so Fahrt auf und man merkt, hey, Eddie ist vielleicht doch nicht einfach nur ein Arsch. Da ist, muss was vorgefallen sein vielleicht, ne? Und wir erleben mit Sarah dann immer mehr. Also, positiv finde ich auch, dass sie wahnsinnig tolle Freunde hat, die auch dann mal sagen, Sarah, lass es doch jetzt mal gut sein, die auch vernünftige Freunde hat. Und das fand ich ganz klasse. Und ich fand auch, ich habe auch Eddie an sich als starken Charakter empfunden. Leider haben wir von ihm nicht ganz so viel gelesen. Das Buch selber ist in drei Teile aufgeteilt und immer wenn so ein Plot-Twist kommt, ja, dann kommt ein neuer Teil
Und ich muss sagen, die zweite Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Und da würde ich fast sagen, das ist sowas für Fans von Nicholas Sparks. Ne? So Geheimnisse, ganz viel Herzschmerz, ganz viel Tiefe, ganz viel Schnulz und Schmacht. Mir war es fast ein bisschen zu viel des Guten, ohne dass ich irgendwas verraten möchte. Aber ja, ich fand's hervorragend, wirklich für Menschen, die gerne Liebes-Schmachtfetzen lesen, mit vielen Wendungen, übertriebenen Geheimnissen auch teilweise, fand ich das echt gut. Und mir hat auch die zweite Hälfte des Buches relativ gut gefallen, aber die erste Seite, Hälfte halt gar nicht. Und deswegen gibt's leider auch von mir nur 3 Sterne. Wäre jetzt das ganze Buch wie die zweite Hälfte gewesen oder hätte es am Anfang so 100 Seiten weniger gehabt, hätte man da auch 4 Sterne vergeben können, vielleicht sogar 5. Aber so war es mir so erst zu wenig, dann zu viel und so ergibt sich dann so eine Bewertung von 3 Sternen. Und jetzt würde mich natürlich eure letzte Liebesgeschichte interessieren, die euch berühren und begeistern konnte. Wenn euch meine kurze Videorezension gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, auch wenn euch die Kulisse hier nicht gestört hat, die Hintergrundkulisse. Ansonsten vergesst nicht, mich zu abonnieren, schreibt mir in den Kommentaren und ich wünsche euch ganz viele gute Seiten und sage Tschüss, bis nächstes Mal.